Eine der größten Herausforderungen, die wir angehen müssen und die wir von der ARS natürlich auch angehen werden, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Das ist doch ein ganz allgemeines Anliegen. Darüber sind wir uns doch im Klaren. Dessen sind wir uns bewusst in voller Tragweite. Natürlich in allererster Linie. Jede Gemeinde muss über ausreichend, ausreichend. Wenn ich ausreichend sage, dann meine ich ausreichend. Die Schaffung von einer ausreichend hohen Anzahl Kita-Plätzen in jeder Gemeinde, meine Damen und Herren. Wenn ich jede Gemeinde meine, sage, meine ich das auch. Denn darum bitte ich Sie auch morgen erneut um Ihr Vertrauen. Ach, Alter, glaubt ja doch kein Mensch so. Ja, und wenn ich sage in jeder Gemeinde, dann meine ich in jeder Gemeinde. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist möglich. Deshalb schenken Sie mir morgen erneut Ihr Vertrauen. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Vielen Dank. Ich bin mir sicher, die ARS wird auch in den nächsten Jahren sich für das Wohl dieser Stadt verantwortlich zeigen. Was versucht hier ein bisschen aufzuketzen erscheinen? Papa! Weißt du nicht, wie wichtig der Tag hier für mich ist? Ja, aber... Du versuchst mir die ganze Wahl, Mann! Aber ich muss mit dir reden. Es ist warm, behalten uns zu Hause. Geh jetzt. Das ist wichtig. Walter? Vater, was denn du für Sachen? Wo ist Maxi? Ach, Max. Hast du ihm nicht gesagt, dass ich im Krankenhaus liege? Ach, der Junge, der versaut mir noch die ganze Karriere. Du und deine Arbeit. Ja, ja, du glaubst immer noch, ich mache das alles nur für mich. Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist möglich? Das ist jetzt nicht dein Ernst, Vater, oder? Maxi ist Familie. Wie geht's dir denn? Oh, nee.
Max. Maximilian, bist du auf dem Skateplatz? Der Opa ist im Krankenhaus. Ruf doch bitte mal zurück, ja? Ist dringend. Tschüss. Maximilian, hast du jetzt vollkommen den Verstand verloren? Und wer bitte sind Sie? Wie, wer sind Sie? Was machst du denn da? Weißt du, was hier los ist, wenn die Presse davon Wind kriegt? Ich hab doch heute übernachtet. Wie, du hast nichts gemacht? Ich hab heute Morgen versucht... Heute Morgen? Och, denk doch einmal nach! Dr. Huber! Ich glaube, es handelt sich hier um ein Missverständnis. Ihr Sohn hat die Tatverdächtigen auf frischer Tat ertappt und uns sofort informiert. Als wir ankamen, war die Situation leider eskaliert. Aber einen der Tatverdächtigen konnten wir festnehmen. Aha. War's das? Ich denke, ja. Max, komm, wir gehen nach Hause. Vielen Dank für deine Hilfe. Kein Problem. Max, komm! Max, ich wusste doch nicht. Walter, lass gut sein. Max? Maximilian! Maximilian! Max! Maximilian! Mensch, Max, red doch mit mir!